Herzlich willkommen, lieber Richie, zu diesem Zeilcast Nummer 18 ist das jetzt. Hast du gesagt, ja. Normalerweise sage ich immer, mit den Referenten des Landsiedelkongresses in Seilitzheim, das gilt bei dir nur halb. Ja, das stimmt leider. Und deswegen ist dieser Podcast, finde ich, ja doppelt berechtigt, weil du standst auf dem Programm, konntest aber nicht, warst verhindert. Und da dachte ich mir, das kann nicht sein, weil erstens ist es einfach schlimm, dich zu versäumen. Und das Thema ist spannend. Und ich habe dich gefragt, willst du trotzdem kommen? Du hast gesagt, ja. Da wusstest du noch nicht, wie lange die Bahn fährt. Ja, das stimmt. War eine lange Reise heute. Und jetzt hatten wir ganz kurz das Vorgespräch gerade, was denn dein Thema ist auf dem Kongress. Und ich habe gemerkt, dass wir sofort so ins Reden kommen, dass ich meinte, Vorgespräch Ende, Aufnahme startet, weil es geht über Optimismus. Genau. Erzähl. Ja, also der Vortragstitel und auch so das Thema, mit dem ich unterwegs bin, ist das Thema Zukunftsoptimismus. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich glaube, davon haben wir viel zu wenig gerade. Ja. Wir schauen gerade viel zu schlecht auf die Welt und auf die Zukunft und das, was uns erwartet. Und ich glaube, das führt zu einer gewissen Angststarre oder Fruststarre auch bei Einzelnen, bei uns als Gesellschaft. Und da möchte ich gerne diese Krusten aufbrechen und ein bisschen inspirieren und motivieren, wieder so an den Horizont zu blicken. Du kennst Sisyphus? Ja, das ist mir ein guter Begriff. Es gibt ja von Camus diese eine Geschichte über Sisyphus, wo er sagt, man muss sich Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen. Ne? Ja, so wirkst du auch. Ja, also ich bin da auch also, unermüdlich. Du bist ja kein Deutscher, von der ist ja ein bisschen leichter, aber eigentlich der Gedanke, die Deutschen optimistisch zu machen. Ja. Du magst dicke Bretter. Ja, also ich bin Wiener, ne? Da ist das jetzt auch nicht so weit her. Ne? Das ist jetzt auch nicht so gerade die Inbrunst des Optimismus dort. Ja. Du hast selber gesagt, dass du ja, das merkt man ja auch, du bist ja optimistisch. Ja. Wieso? Ich meine, du gibst selber zu, es ist ungewöhnlich. Ne? Es ist ja, ungewöhnlich, dass heute einer rumläuft und optimistisch ist. Ja. Wieso bist du es? Also ich glaube, das ist bei mir so ein bisschen geprägt aus der Kindheit. Mhm. Ich habe als wir in Österreich damals das erste Mal Privatfernsehen bekommen haben, da hat auf einem Privatsender begonnen die Serie The Next Generation Star Trek. Und meine Mutter und ich, wir waren total Feuer und Flamme dafür. Jetzt muss ich mal als Halbtrekkie fragen, ist das die mit Captain Picard? Genau, das ist die mit Captain Picard. Ja. Und also Kirk habe ich auch ein bisschen geschaut, aber das fand ich eher lustig. Aber das, was ich dann da gesehen habe, so eine Zukunft, wo quasi eine Föderation oder eine Gemeinschaft jetzt kein Kapital mehr hat, also nicht mehr um Geld agiert, sondern es geht nur mehr darum, sich selber weiterzuentwickeln und sich als Gemeinschaft weiterzuentwickeln, zu forschen und so. Und die ganzen Bedürfnisse sind alle gestillt. Da haben wir gedacht, das ist eine super Sache. Und das hat mich damals immer so fasziniert, weil im Endeffekt geht es ja immer gut aus, ne? So eine Folge auch. Ne? Und die Probleme waren immer so vielschichtig und trotzdem hat Picard und seine Mannschaft oder alle, die da auch in diesem Universum tätig sind, immer es dann geschafft, das Ganze so zu drehen, dass es wieder gut vorwärts geht. Und dieses ganze Universum hat mich so abgeholt und ich glaube, das hat sich so eingebrannt als Optimismus-Gen in mir. Ich finde das total spannend, weil es erinnert mich ganz stark an Frau Birkenbiel. Weil die war auch bekennender Star Trek-Fan und vor allem von Captain Picard. Und sie meinte genau das, was du sagst. Sie meinte, das ist so eine geniale Vorlage für Zukunft, Optimismus, Zusammenleben. Also sie meinte vor allem die Art von Zusammenleben verschiedener Gruppen, verschiedener Menschen, verschiedener Typen, wie es da gezeigt wird, wäre so vorbildlich. Also die war richtig hardcore bekennender Picard-Fan. Ja, also ich genieße das auch immer, wenn jetzt so die Neuauflagen kommen, weil ich die auch noch gut finde. Ne? Und ich finde, das ist einfach ein ganz tolles Universum, was da geschaffen wird. Du hattest ja im Vorgespräch auch gesagt, und das stimmt, die meisten Science-Fiction-Sachen sind Dystopien. Genau. Also es gibt wenig, die uns eine Zukunft zeigen, wo man sagt, oh ja, in der möchte ich gern wohnen. Ne? So ist es. Das ist die einzige, die mir einfällt. Ja, also ich habe auch schon länger gesucht, ein bisschen herumgesucht, aber es sind sehr, sehr viele halt einfach Dystopien. Ne? Da kommen die Zombies, da kommen irgendwelche Meteoriten, Außerirdische und alle sind eigentlich nur auf die Vernichtung aus. Ich glaube, das ist ja auch ein bisschen sowas, verkauft sich natürlich immer gut. Dann gibt es den Held, der dann alle rettet und dann geht es so weiter wie vorher oder ein bisschen besser. Ne? Also. Oder halt Zeitreisen, dass man dann ein bisschen sich das hindrehen kann.
Die Zeitreisen fangen ja inzwischen auch an bei Star Trek. Ja, genau, die gibt es ja auch. Ja. Mhm. Nee, wirklich spannend, weil, also ich habe jetzt weniger an die Zombies gedacht, sondern mehr eigentlich an die Dystopien, wo es halt um sowas geht wie Überwachung oder ähnliches. Also wo sozusagen auch die Themen der Gegenwart auf eine Art in die Zukunft verlängert werden. Wir kommen gleich drauf, weil du kommst aus der IT. Mhm. Wo den Leuten ja im Grunde genau die Ängste, die wir heute haben, wir werden alle überwacht, wir werden alle gesteuert, kontrolliert, es gibt keine Privatsphäre mehr. Also wo das verlängert wird. Ja. Wieso hast du bei den Sachen, wo ganz viele Leute begründet Sorgen haben, Optimismus? Also ich gehe davon aus, Technologie oder sagen wir so, mein Verständnis von Technologie, so wie wir es heute haben, das ist ein Werkzeug. Ne? Ja. Also wie ein Hammer oder ein Keil oder sonst irgendwas, mit dem ich was tun kann. Und was wir gerade damit tun, ist jetzt nicht so prickelnd in vielen Bereichen. Aber es gibt auch sehr viele Bereiche, wo es sehr hilfreich ist und uns weiterbringt, in der Medizin, in der Forschung und so, wo wir ja mit dieser Technologie auch sehr gut arbeiten. Das sehen wir oft nicht so präsent, weil das natürlich das Negative viel präsenter ist. Ne? Die ganze Überwachung im Internet, die Daten alle offen, Cyberkriminalität, das ist das, was die Medien uns zeigen. Und da gibt es noch so viel Schönes auf der anderen Seite, was man nicht so wahrnehmen. Und ich glaube, so mit wenn wir uns das mal trauen, auf die positiven Seiten mehr zu schauen, dann wird das auch mehr. Ne? Wenn du hinguckst, wird es ja mehr. Und da werden wir diese Probleme und Herausforderungen irgendwann in mittlerer Zukunft auch überwinden. Ne? Ich überlege gerade aktuell, ich meine, ist es ja die letzten Monate, war ja sehr bestimmt von ChatGPT. Ich habe viel dazu gelesen und Videos angeguckt. Ich überlege gerade, ich glaube, es war kein einziges dabei, was komplett positiv war. Die meisten waren warnend und einige waren ambivalent so und so. Würdest du sagen, das ist normal, dass man auf jede neue Technik erstmal quasi ablehnend reagiert? Ich glaube schon, dass das bei uns drin ist. Ne? Weil der Mensch reagiert ja eher auf Negatives, ne? Weil das hat uns immer das Überleben gesichert, wenn man da vorsichtig war. Und darum schauen wir da, glaube ich, auch immer besonders drauf. Als Nürnberger weiß ich natürlich, die erste Eisenbahn in Deutschland vorher von Nürnberg nach Fürth. Ja. Und damals wurde davor gewarnt, dass durch dieses rasende Tempo sich die Lunge aufblähen würde und platzen. Ja. Wir reden von 30 Stundenkilometer. Ja, ja. Also was heute ein Fahrradfahrer schafft. Ja. Aber es galt als gefährlich, sich der Eisenbahn anzuvertrauen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Ja, also mit der Gefährlichkeit ist es ja auch bei der Deutschen Bahn jetzt nicht mehr so weit, aber sie hat andere Probleme auch. Ne? Aber das ist richtig. Ja. Ne? Es hat natürlich ganz viele Technologien, auch ein Spiegel oder sowas, ne? Der die Seele quasi rauszieht aus dem Körper und so. Ja. Das sind ja alles Sachen, die am Anfang einmal auf Widerstand führen. Und ich sehe bei diesen ganzen KI-Systemen ist das natürlich auch da. Dürfen wir aber auch nicht vergessen, die ganze KI-Entwicklung, das ist ja jetzt nicht, was jetzt letztes Jahr passiert ist und jetzt veröffentlicht wurde. Die KI, die mathematischen Modelle, die gehen zurück in die 70er, 80er oder noch davor. Ja. Jetzt haben wir die Rechenleistung, das auch zu tun damit. Ja. Ne? Der Vortrag, den du nicht halten konntest, wäre dann sozusagen eine Anleitung gewesen, wie bin ich optimistisch mit Blick auf die Zukunft in der heutigen Zeit oder was wäre sozusagen dann der Ja, also im Prinzip geht es mir darum, wieder so, oder das war auch Teil dieses Vortrags gewesen, wäre so diese Neugierde zu wecken, sich mit den Themen auch mal auf eine positive Art und Weise auseinanderzusetzen. KI ist ja ein schönes Beispiel. Ne? Es haben viele Angst davor. Ne? Seit einem Jahr wird diese Sau durchs Dorf getrieben, dass das alles ist. Und wenn man sich so zurückerinnert, das war beim 3D-Druck auch so. Da hieß es, wir haben jetzt alle einen 3D-Drucker zu Hause und alle Geschäfte werden zusperren, weil wir uns alles drucken. Und ich hab selber keinen. Also ich hatte mal einen, aber wieder verkauft. Und es ist, man muss immer schauen, was bleibt am Ende übrig. Ne? Und natürlich mit ChatGPT kann man jetzt auch tolle Sachen machen. Und natürlich wird das einen Impact haben, auch auf Jobs. Hat es jetzt schon. Und es wird seine Auswirkungen haben. Aber wenn die erste Welle mal vorbei ist, mal sehen, was dann wirklich davon auch noch übrig bleibt. Ne? Da bin ich immer doch ein bisschen entspannter. Und ich glaube, diese Entspannung und einen neutralen Blick drauf, den darf man sich immer wieder bewusst machen und dann schauen, okay, was kann ich denn für mich jetzt eigentlich machen damit? Das mal ausprobieren in meinem Kontext, in meinem Job, ein bisschen herumprompten, ein bisschen spielen. Man kann ja da nie was kaputt machen wirklich. Ne? Man kann sich einfach ein kleines Experiment wagen. Und ich glaube, das ist das, was uns heute fehlt. Wir haben dann Angst davor oder trauen sich, das verstehe ich eh alles nicht. Ne? Und da wieder reinzugehen und so mal ein bisschen neugierig wie so ein Kind auch damit zu spielen. Was ich höre ist, wenn ich auf die Submodalitäten gehe natürlich,
das Verhältnis zwischen dir und dem Werkzeug, also du und das Werkzeug. Mhm. Du bist drüber, das Werkzeug ist drunter. Ich habe in der letzten Zeit zwei Sachen mir von diesem Harari gegönnt, den du bestimmt auch kennst, und habe gemerkt, in der Zukunft will ich nicht leben. Mhm. Das ist eine Dystopie. Mhm. Und ich habe dann mit NLP versucht herauszufinden, wie baut er dieses grausige Bild auf? Mhm. Und mir sind in seiner inneren Konstruktion zwei Sachen aufgefallen, die ich nicht teile. Zum einen, bei ihm ist es so, die Zukunft kommt. Mhm. Und wir können ihr nicht ausweichen. Mhm. Da dachte ich mir, das ist ein selten dämliches Bild. Ja. Und habe ich mir überlegt, wie wäre denn das Gegenbild? Das Gegenbild wäre, wir gehen in die Zukunft und wir gestalten sie. Und ich glaube, das ist das, was du siehst, oder? Genau. Also so, und die meisten haben das Bild, das kommt. Und wir können ihm nicht ausweichen. Genau, das ist auch etwas, was wir gerade sehr, einfach diese Passivität erleben wir halt auch. Ne? Wir sehen, oh, die wollen alle unsere Daten im Internet, oh, Dings, und man fühlt sich so machtlos, diesen ganzen Dingen auch ausgeliefert. Ja. Ne? Und ich denke auch, wir müssen dieses Bild drehen, weil sonst wird es immer schlimmer werden. Ne? Also dann wird es noch schlimmer und irgendwann noch schlimmer, bis es wieder gut werden kann. Ne? Aber also das muss dann schon sein. Ne? Aber irgendwann einmal, glaube ich, werden wir da auch hinkommen, dass wir das verstehen. Und das ist auch das, was ich in dem Vortrag halt sage, dass wir diese Aktivität auch wieder bei uns aufleben lassen dürfen. Und das, was ich auch in meinem Unternehmen mache, wenn ich bei Kunden bin. Ne? Mhm. Dort ist es häufig auch so, große Unternehmen, viele Leute, die sich mit Technik beschäftigen, aber alle in so einem passiven Bedienmodus. Mhm. Und dort wieder so ein bisschen diesen Blick reinzubringen, damit auch das als kreatives Werkzeug zu sehen. Also wäre quasi dein Tipp, spiel damit, oder? Genau. Auf jeden Fall. Mhm. Also das ist auch etwas, vielleicht das ist so die zweite Prägung, die ich mitbekommen habe, weil mein Vater mir schon sehr früh als kleiner Jungen hier so einen Rechner hingestellt hat und gesagt, komm, mach damit. Und ich habe da herumgebaut und gebastelt und was da damals noch diese beigen Klötze mit Disketten und 40 Megabyte Festplatte und Jumpersätzen und so, das war ja richtiges Craftsmanship. Mhm. Und dadurch habe ich natürlich jegliche Scheu vor Technik auch verloren. Und ich verstehe natürlich jetzt heute auch nicht eine KI im Detail, wie diese Modelle funktionieren. Dafür bin ich zu sehr, zu wenig da drinnen. Ne? Aber trotzdem gehe ich so ran, dass ich da einfach keine Angst davor habe. Ich fand das ganz komisch, wie ich vor einiger Zeit zum ersten Mal mit ChatGPT anfing, mich zu unterhalten, auf welche Probleme ich innerlich gestoßen bin. Mhm. Also die erste Frage, die sich mir stellte, ist, wie höflich will ich jetzt eigentlich sein? Ja. Du kennst das? Ich kenne das. Und wie hast du es für dich geklärt? Ja, also ich habe das mit der Zeit, habe ich das gehen lassen. Ne? Also ich hab das am Anfang, da habe ich mich auch noch bedankt für die Antwort. Also war echt schlimm. Und dann immer versucht auch, und dann noch, habe sogar Rechtschreibfehler korrigiert in meinen Texten, ne? Wenn ich gesehen habe, muss ich vielleicht groß schreiben, du oder irgendwie oder sie oder wie spreche ich den an? Also das habe ich dann irgendwann nochmal gelassen, weil ich habe irgendwo, hatte ich einen Artikel gelesen, dass das eher ist so wie so ein guter Freund, der nie böse wird, ne? dem man alles hingeben kann. Und dann habe ich gedacht, ja, warum muss ich dann eigentlich nett zu dem sein? Mhm. Wobei, wenn man jetzt eher an die Dystopie glaubt und der dann selbstständig wird, dann wäre gut, jetzt nett zu sein zu ChatGPT, der merkt sich alles. Mir ist neulich mal aufgefallen, dass wenn ich ihn duze, tut er mich trotzdem siezen. Ja. Oder sie oder wer auch immer. Ja. Das fand ich komisch. Ah ja, das habe ich jetzt gar nicht so. Es ist mir da irgendwie in einem Text so aufgefallen, dass plötzlich kam da, dass ich gesiezt wurde. Ach ja, wie kann ich Ihnen helfen? Kam dann plötzlich, obwohl ich das Ding geduzt habe. Ja. Naja, gut, das fand ich komisch. Das Zweite war, dass mir aufgefallen ist, dass ich so mich quasi innerlich über die Schulter guckend fragte, liest da jetzt noch jemand mit? Ja. Das fand ich ein komisches Gefühl. Ja, also es ist natürlich schon so, dass die KI ja auch die Daten weiter nutzt, ne? auch für ihr eigenes Training. Und das ist halt jetzt so, man musste so ein Ding selber betreiben, kann man auch machen. Mhm. Es gibt mittlerweile auch lokale Varianten, wo man dann selber sich spielen kann. Aber es gibt ja auch da zum Beispiel Unternehmen wie DM oder so, die haben relativ schnell sich jetzt eine eigene KI aufgebaut. Mhm. Die haben so ein DM-GPT gebaut für die Mitarbeiter, wo die quasi im Konzern das gekapselt natürlich nur dort auf das Wissen zugreifen können. Und das ich habe neulich was gesehen, ein Angebot. Es gibt jetzt den ersten E-Mail-Provider, oder den ersten, von dem ich weiß, die bieten dir an, dass die KI deine E-Mails beantwortet. Ja, praktisch, ne? Da dachte ich mir, also das ist jetzt wirklich zivilisatorischer Niedergang. Ja.
Vor allem dann, wenn du nicht weißt, ob vielleicht der andere das auch mit einer KI geschrieben hat. Das heißt, irgendwann unterhalten sich zwei KIs, machen vermutlich irgendwie Treffen aus, machen sich einen Heiratsantrag, vereinbaren vielleicht schon den Termin am Standesamt. Mhm. Und irgendwann bekommst du es mitgeteilt, dass die KIs sich jetzt verheiratet haben. Mhm. Also ich fand das... Mhm. Ganz, ganz komisch. Ja, also da passiert natürlich gerade ganz viel. Ja. Ne? Auch was diese ganzen Generatoren angeht. Also ich weiß nicht, ob du gesehen hast, diese Videos, die lippensynchrone andere Sprache in deiner Sprache. Also ich habe das bei mir ausprobiert, ich sagte, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich mich auf einmal Polnisch reden höre. Ich war, ich kann ja kein Polnisch. Das ist deine Stimme, ne? Ja, genau. Also das finde ich hier als NLPler hochspannend. Nachdem eigentlich Stand heute du nichts mehr glauben kannst, was als Bild oder Video oder als Ton im Internet kommt, stärkt das unglaublich den Wert von eigenem WAKOK, von eigenem selbsterlebten WAKOK, nicht mehr medial vermittelt. Ja. Ich meine jetzt gerade aktuell, was da im Gazastreifen abläuft, vermutlich hast du da mehr Fake News als die Wahrheit. Ja. Und ich habe gemerkt, dass ein paar Leute jetzt gerade bei dem aktuellen Thema sehr komisch reagieren, wenn sie mich dann fragen, wie ist denn deine Meinung? Und ich sage, ich habe keine. Mhm. Ich habe keine, weil ich habe zu wenig Informationen, um mir eine Meinung zu erlauben. Mhm. Sorry, was weiß ich darüber? Und hast du die Bilder gesehen? Ja, welche Bilder? Ich meine, das führt uns ja auch ein bisschen vor, dass das Problem, was wir ja generell haben, und das versuche ich auch in dem Vortrag mit zu vermitteln, diese Welt mit richtig und falsch, die gibt es ja nicht mehr. Mhm. Ja, das ist also... Gab es wahrscheinlich auch nie, aber wir hatten früher schon bessere, einfachere Kategorien. Ne? So, das war gut, das war böse und so. Und das verwischt jetzt alles so, dass man gar nicht mehr so genau sagen kann, ja, was ist denn jetzt eigentlich der richtige Weg? Ne? Bist du dir da sicher? Da erlaube ich mir Widerspruch. Und zwar einfach deswegen, ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden, in welcher Gruppe von Menschen laufen wir rum. Ich meine, 80% der Leute, die in diesem Land rumlaufen, haben das Problem nicht. Über das wir gerade reden. Ja. Und diese kleine Gruppe von Leuten, die sich mit der fortschrittlichen Technik ausgekannt hat, die waren zu allen Zeiten so, dass sie sich Fragen gestellt haben, die komisch waren. Ja. Ich habe dir ja vorhin gesagt, ich höre gerade eine Biografie über Hegel. Mhm. So nach dem Motto, wenn ich mich mal dumm fühlen will, höre ich was über Hegel, weil das ist also wirklich unverständlich. Aber da ist mir eine Sache sehr bewusst geworden, und zwar philosophiegeschichtlich. Wie sich der Atheismus aufgebaut hat, also wie über Jahr und Jahrzehnte und Jahrhundert immer mehr Zweifel an Gott kamen. Die hatten alle Theologie studiert. Hm. Ja. Das heißt, der Zweifel kam von den Leuten, die Profis waren. Hm. Das war eine ganz, ganz kleine Schicht. Der Großteil der Menschen hat es einfach geglaubt. Hm. Der Großteil der Menschen glaubt immer noch, was im GEZ-Fernsehen kommt. Ja, ja. Also da sind wir, glaube ich, echt die Freaks. Hm. Ja, das gehört dann dazu. Ich meine, das ist natürlich auch, das sieht man ja auch mit dem Umgang mit Technologie, ne? Wenn man sich diese Dokumentationen zum Beispiel wie Social Dilemma oder so ansieht, ne? Wo die Entwickler sagen, die geben ihren Kindern keine Smartphones in die Hand. Ne? Glaubst du es? Ich glaube schon. Also ich kenne ein paar Programmierer, die das wirklich hardcore machen. Wie lange haben sie es durchgehalten? Also die ich kenne, machen das noch, ne? Aber die, ob das alle so machen... Wie lange hast du durchgehalten bei deinem Kind? Ich habe es bei meinem Kind nicht durchgehalten. Also das, ich sehe das auch total schwierig. Ich merke es ja auch bei mir. Ne? Also wir hatten es theoretisch auch vor und sind praktisch einfach nur gescheitert. Ja. Und da habe ich irgendwann gemerkt, okay, das klappt nicht. Es geht darum, bewussten Umgang zu lernen. Ja. Und ich bin total froh, dass Amina reitet, weil das ist halt einfach eine Sportart, die geht nicht mit Handy. Du kannst nicht mit Handy auf dem Pferd sitzen. Hm. Das heißt, einfach oder Sport macht, Krav Maga, diese ganzen Geschichten. Das heißt, es ging mir, ich fand es spannender zu sagen, mach genügend andere Sachen, dass du nicht nur vor dem Ding sitzt. Aber zum Beispiel die Kurzsichtigkeit, die dann kam, die würde ich eindeutig auch darauf zurückführen, dass wenn du dauernd so durch die Gegend läufst, bist du halt immer kurzsichtig. Ja. Ja, das, was du sagst, ist ja, das ist ja quasi der, für uns der gangbare Weg, ne? Weil wir ja auch in einem Kontext sind, ne? Mit Schule und diesen ganzen Sachen. Ne? Da kann es ja nur ein bewusster Umgang werden. Ne? Also das sind natürlich diese Bubbles, wo die dort zusammenleben und das dann sagen auch hardcore durchziehen können. Ne? Dann machen das ja die anderen rundherum auch, dann leben die das. Ja. Ne? Das ist bei uns natürlich deutlich schwieriger und den Kampf führt man ja manchmal dann jeden Tag, ne? Aber die anderen dürfen und ich darf nicht und lalala. Ne? Also das, ja. Ja, und ich meine, bei mir war das so, also ich habe im Grunde lesen gelernt mit Comics. Hm. Ich war in meiner Kindheit, ich war absolut Fan von Walt Disney Comics. Mhm. Meine Mutter, fürchterlich aufgeregt, sie sah quasi die Kultur untergehen, liest nicht so viel Comics. Irgendwann habe ich erfahren, dass meine Mutter als kleines Kind
Romane gelesen hat. Ihre Eltern waren total dagegen, sodass sie dann heimlich unter der Bettdecke gelesen hat. Mit anderen Worten, du hast in jeder Generation ein neues Medium, wo die Alten dagegen sind und den Untergang vermuten. Also ist zu vermuten, dass bei unseren Kindern, die Kinder, also unsere Enkel, dann vielleicht mit irgendwelchen Implantaten und die anderen sagen, lies doch mal was Vernünftiges, nimm doch mal das Handy. Genau, genau. Also, ja, ja, also ich habe bei mir war ja ganz präsent das Fernsehthema. Ne? Ja, also ja. Als ich das hochkam, da habe ich ja dann auch von früh bis spät natürlich ferngesehen, ja. Ne? Und war auch nicht gut. Ja. Aber ich habe es irgendwie überlebt. Du hast gerade erzählt, dass das dich optimistisch gemacht hat. So ist es. Ne? Also es ist genau die Technologie gewesen. Also ich wollte gerade sagen, sei es von daher, du bist jetzt ein lebendes Beispiel gegen den Kulturpessimismus, ja. Wo alle dachten, das Abendland geht unter, weil es Privatfernsehen kommt. Mhm. Hat es dich zu dem Menschen gemacht, der du heute optimistisch bist? So ist es. Ne? Ob das Privatfernsehen das heute noch leisten würde, weiß ich nicht. Okay, aber ich vermute mal, dein Zukunftsoptimismus bezieht sich ja nicht nur auf sowas wie Medien, oder? Das ist vermutlich ein großer, wichtiger Teil, aber ich schätze mal nicht alles, oder? Nein, also es geht natürlich ganz viel um Technologie, aber nicht nur eben Software, sondern auch quasi alles, was, ich meine, wir können auch damit die Ozeane sauber machen oder wir können Energie erzeugen. Hätte ich jetzt als nächstes Thema, hätte ich dieses, genau da wäre ich hingegangen, weil du kennst ja auch Spiral Dynamics und da stelle ich fest, dass wenn es um dieses Thema geht, Ökologie im Großen, also Klima ist halt ein wichtiges Unterthema, sich ja im Grunde die Fraktion, die eine technische Lösung glaubt, entsetzlich kloppt mit denen, die sagen, nein, am besten zurück ins Mittelalter. Findest du, da gibt es eine Lösung, mit der man mit Leuten ins Gespräch kommen kann? Also das nehme ich auch immer stark wahr. Für mich ist es auch genau die zwei Pole, die ich so ein bisschen zusammenbringen möchte, weil also ich mag die Technokraten nicht, die jetzt nur sagen, Technologie ist die Lösung für alles. Und auch die nur auf der Wiese sitzen und meditieren und sagen, lass mich in Ruhe mit dem Ganzen, das funktioniert auch nicht. Also wir brauchen irgendwo beides. Ne? Und diese Integration, die ist natürlich mit Reibung verbunden und mit Dialog und mit Kommunikation. Und das ist auch das, was ich in den Vorträgen immer wieder versuche, auch zu adressieren, dass wir quasi beide Seiten brauchen, ne? Diesen menschlichen Aspekt und diese technologische Seite. Du hast hier eine Bühne, du kannst das gerne adressieren, weil ich bin an der Lösung sehr interessiert. Ich stelle nämlich fest, die meisten Leute glauben eins von beiden und finden das andere komplett absurd. Ja, ich weiß nicht, ob es so absurd, also nehme ich jetzt nicht so wahr, dass es komplett abgelehnt wird, sondern ich finde, man kann schon die Dinge auch aufzeigen. Vielleicht ist das auch ein bisschen dann meine optimistische Art, die das dann einfach mitbringt, dass man diese Technikverteufelung einfach auch mal so ein bisschen auflöst, mit dem man positiv Beispiele bringt, so wie zum Beispiel Ocean Cleanup oder jetzt Batterie-Recycling funktioniert mittlerweile. Gibt es Verfahren, die wirklich unheimlich viel da wieder zurückholen von dem Lithium, von dem Aluminium, das, was die Batterie so schlecht macht auch. Ne? Also da entwickelt sich weiter. Aber diese Beispiele sind sehr häufig gar nicht präsent. Ne? Ich habe mal einen wunderschönen Text gelesen, da hat einer geschrieben, das wäre doch toll, wenn wir was hätten, womit man CO2 aus der Atmosphäre entnehmen kann, am besten umwandeln in den Feststoff und idealerweise noch so, dass man daraus später wieder Energie gewinnen kann. Ach so, das gibt es, das heißt Baum. Genau, das ist ein Baum. Ich fand das so verblüffend, wenn du einen Baum so beschreibst, denkst du, es ist eigentlich Hightech. Der kann genau das, was wir bräuchten. Aber sobald du sagst, du willst das quasi technisch machen, gibt es genügend Leute, die sagen, das ist monströs. Ja. Also das ist etwas, was ja schon auch dieser Technikglaube, dass da so ganz viel damit gemacht wird und geheilt werden kann, die sehen natürlich immer nur ganz stark ihren Fokus, die ganzen Technokraten nenne ich sie jetzt mal. Ne? Und das ist auch etwas, was in den Unternehmen, glaube ich, mittlerweile ein großes Problem ist. Ne? Da wird an technischen Lösungen weiter gebaut. Also gerade so, auch wenn ich in größeren Konzernen bin, dann wird hier noch eine Funktion und da noch eine Funktion. Das wird alles immer mehr an Technik. Aber so, ob das überhaupt noch einen Nutzen bringt für den Anwender, für den Kunden, für den Sachbearbeiter, der vielleicht dort sitzt, für jemanden, der sich über das Internet damit beschäftigt. Also irgendjemand, der mit dem System arbeiten soll, das wird dann gar nicht mehr hinterfragt. Ne? So. Ich sehe in der Praxis ganz oft
ganz, ich sag mal, schmutzigen Übergang zwischen der Theorie, in der alles wunderbar ist, und der Praxis. Also um jetzt mal wirklich in ein sehr provokatives Thema einzusteigen. Ich finde, die Theorie der mRNA-Impfung ist genial. Also was du mit dieser Technik auf dem Papier alles machen kannst, mit Impfung, mit Krebsbehandlung, mit allem drum und dran, wo man sagt, Wahnsinn. Mhm. Die Praxis scheint mir sehr fragwürdig, wenn es um sowas geht wie Produktionsprozesse, Verunreinigungen, Qualitätsmaßstab und sonstige Sachen. Und da habe ich oft das Gefühl, dass die einen es komplett verteufeln, ist Teufelszeug, die anderen sagen, das ist die Erlösung der Menschheit, aber dass es irgendwo ganz konkrete Probleme geben kann in der Produktion an der Maschine, weil da vielleicht irgendein Typ an dem Tag nicht aufgepasst hat und einen Knopf falsch eingestellt hat. Das geht immer irgendwie völlig dran vorbei. Ja, ja. Das ist nochmal eine völlig andere Gegend, also eine völlig andere Frage als die Frage, ob die Technik jetzt gut oder schlecht ist. Genau, ja. Das sind ja dann häufig auch eher dann die Prozessthemen, ne, die dann da sind. Und da braucht es natürlich gewisse Standards, dass das dann auch mal gut in die Welt kommen kann, sowas. Ja. Ne? Und ich glaube, das ist, also so in meinen Themen schaffe ich ja den Diskurs wiederherzustellen, oder das ist das, was ich möchte, dass man auch wieder andere Meinungen zulässt und sich auch mal damit auseinandersetzt. Weil wir, so wie du sagst, diese zwei Lager, die gibt es ja sehr häufig, die werden auch medial ganz klar immer so Dings, die verkaufen sich auch unheimlich gut, die kann man auch auf Facebook ganz Facebook super bespielen. Ne? Aber das ist ja kein Diskurs, das ist ja immer nur Meinung. So. Du kennst mein Beispiel, ich sage immer, wann hast du zum letzten Mal in einer Talkshow gesehen, dass jemand seine Meinung ändert? Ja. Nie. Also ich glaube, wir kommen jetzt zu dem Punkt unter NLP-Lern, dass wir bei der Persönlichkeit landen. Also wie muss ein Mensch drauf sein, der imstande ist, sich auf eine andere Meinung einzulassen? Ja, also das ist echt spannend, weil wenn ich so meine Workshops mache zum Beispiel und dieses Thema adressiere in Unternehmen oder so, sage, wir müssen Dings, dann lande ich ja irgendwo immer in Persönlichkeitsarbeit, ne? an den Themen, die wir halt auch aus NLP kennen. Was hast du eigentlich für Glaubenssätze, für Werte, für Bedürfnisse? Wie kommuniziere ich die? Wie kommuniziere ich mit mir, mit den anderen? All diese Dinge. Wie nehme ich wahr? Wie gebe ich Bewertungen rein? All diese Themen. Und man landet immer irgendwo in dem Bereich. Und ich glaube auch, dass diese persönliche Weiterentwicklung für jeden Einzelnen ist, glaube ich, der Schlüssel, irgendwo da mal dann durchzukommen durch diese Technologie und diese Differenzierung, dass das nur das eine gut, das andere gut ist. Ne? Moment, das heißt, du gehst in Firmen, kündigst einen Vortrag an über Zukunftsoptimismus und sagst den Leuten dann, sie sollen Coaching nehmen. Ich sage nicht klar, dass sie Coaching nehmen sollen, aber ich deute schon sehr klar auf das hin, persönliche Entwicklung, dass jeder eigentlich nur mal bei sich gucken kann, was kann ich denn machen für Next Steps, um mich selber so ein bisschen auch vom Mindset, von meinen Gedanken her da weiterzubringen. Ne? Hast du so ein paar Kriterien, wie so ein Mindset aufgebaut sein sollte, damit es zukunftstauglich ist? Ja, ich mache da so einen kleinen Kunstgriff, gerade in Unternehmen geht das gut. Da komme ich immer mit diesem Agilitätsthema. Ne? Agilität seit den 2000er Jahren in den Unternehmen ja ganz top. Und de facto, ich habe irgendwann mal draufgeschaut und gesagt, da ist ganz viel Parallelen zum NLP drinnen. Ne? Also es geht auch dort ganz viel um Kommunikation, um die Wahrnehmung, was für Werte haben wir als Team, was für ein Mindset habe ich. Und dadurch kann ich da so einen fließenden Übergang schaffen mit einem Wording, das die verstehen und wollen, wo die Manager sagen, hier, super Agilität, das brauchen wir alles. Ne? Und in Wirklichkeit schiebe ich da meine NLP-Methoden rein. Und das, was ich da in diesen Workshops dann vermittle, ist das Thema, einfach hier auch wieder mutiger zu sein, ne? zu sagen, einfach mal, was man meint und diese Meinung auch gut zu kommunizieren und eben nicht nur so am Kaffeeautomaten rauszubrezen, sondern auch in einem Meeting zu sagen, okay, ich sehe das anders, ich würde das gerne so machen. Ne? Und auch diese ganzen anderen Themen, diese Neugier, diese Experimente wagen, ne? sich zu reflektieren. Ne? Im Agilen heißt das Retrospektive, man schaut, was hat man die letzten zwei Wochen gemacht. Ne? Im Prinzip ist das etwas, das kann ich ja für mich ständig tun. Ne? Was mache ich eigentlich gerade, was habe ich gerade gemacht, wo kann es für mich weitergehen? Ne? Und über diese Mischung kriege ich das in den Unternehmen ganz gut rein. Ich wollte gerade fragen, wie ist denn deine Erfolgsquote? Also meine persönliche ist sehr deprimierend. Also ich kann es gleich drüber reden, aber ich lasse mal deins. Ja. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ne? Das ist immer, ich würde sagen, Berater ja eher auch gerne, da kommt immer drauf an. Also es,
Es gibt auf Unternehmen, gerade dort, wo noch jüngere Menschen auch dabei sind, da fällt das so auf fruchtbaren Boden. Ne? Die lechzen auch so ein bisschen nach dem Thema und wollen dann auch selber. Das merke ich dann relativ stark, weil die dann schon selber Themenideen haben, die in die richtig gehen. Und irgendwer hat mich dann auch dort mal ertappt, das war so eine Workshop-Reihe und dann noch im vierten Workshop. Ich habe gesagt, sag mal, du machst mit uns hier Persönlichkeitsentwicklung. Und ich so, Fuchs. gut erwischt. Und das Ganze war aber unter agiles Mindset gebrandet und das ist natürlich auch ein Doppelnutzen. Aber es gibt natürlich schon auch Unternehmen, da sind Strukturen zum Teil so festgefahren, dass es echt schwierig ist, da auch, sagen wir, diesen Samen in den Boden reinzukriegen, um noch ein paar Tropfen Wasser drauf zu tun. Was ich oft feststelle, ich höre wirklich Hörbücher und Lesbücher quer durch den Gemüsegarten. Also das ist für mich der lebensveränderndste Tipp von Frau Birkenbiel, den ich je bekommen habe, wo sie meinte, man soll regelmäßig sich mit Informationen konfrontieren, die der eigenen Weltanschauung widersprechen. Und das mache ich super regelmäßig. Also ich habe eine Karte von der Berliner Stadtbibliothek, wo man kostenlos Hörbücher ausleihen kann. Ja. Und das Lustige ist, die meisten sind immer vorbestellt, sind also immer ausgeliehen. Und die haben halt immer nur 2 oder 3 Exemplare. Deswegen habe ich eine Riesenliste von Sachen, wo ich denke, könnte ich mal hören. Und von den paar, die dann immer frei sind, nehme ich irgendwas Absurdes. Wo ich denke, das würde ich mir nie kaufen. Aber ist ja kostenlos, also höre ich mal rein. Ja. Und Perlen darunter. Und ich habe da neulich eins gehört, ich lasse jetzt mal den Titel und die Autorin weg, die hatte die Idee, wie kommt man, ist von ihrem Fall, wie kommt man mit den Rechten ins Gespräch? Also die Idee war, gute Gespräche mit Rechten führen. Da dachte ich mir, das ist schön, gute Gespräche freut mich und gerade zwischen den Lagern. Und dann fängt sie an und sagt, ja, das, was sie zu dem Buch gebracht hat, ist, dass sie erlebt hat, sie war bei einer Freundin und der Papa von der Freundin war rechts. Und dann haben sie sich unterhalten, das Gespräch wurde sehr patzig und laut, irgendwann ging der Papa. Und eine Woche später hat der plötzlich geflüchtete Menschen zum Grillen eingeladen und hat jetzt mit denen befreundet und hat seine Meinung geändert. Und drum hat sie das Buch geschrieben, weil sie möchte möglichst vielen Leuten helfen, dass sie auch schaffen, dass die Rechten von ihrer Meinung wegkommen und die Welt so sieht, wie es ist. Wo ich dachte, danke. Im Vorwort schon ganz klar gemacht, ins Gespräch kommen hieß für sie, du siehst es falsch, ich sehe es richtig. Wie kann ich dich freundlich von meiner Meinung überzeugen. Und das meinte ich mit meiner Erfahrung sind, viele Leute sagen, sie sind offen für ein Gespräch. Aber ich stelle oft am Anfang die Frage, unter welchen Umständen wärst du bereit, deine Meinung zu ändern? Dann reagieren manche patzig. Wieso? Ich habe doch recht. Und da interessiert mich deine Meinung. Also, dass Leute wirklich sagen, okay, ich habe das wirklich falsch gesehen. Also so konkret hat mir das keiner gespiegelt, aber ich merke es ja im Verhalten auch. Ja. Ne? Also ich finde, es gibt in diesem ganzen agilen Konstrukt im Unternehmen gibt es einen schönen Mechanismus, wo man das merkt, dass das anders ist, auch wenn sie es vielleicht noch nicht sagen. Und zwar, es gibt da so ein Daily Stand-Up, heißt das meistens so, in der Früh stellt man sich einmal zusammen und dann erzählt man, was hat man gestern gemacht, was macht man heute, wo habe ich Probleme. Also etwas, wo ich mich offenlegen muss, wo ich Offenheit zeigen muss. Und das ist am Anfang, wenn die das nicht wollen, dann meine ich mal, dann bekommen irgendwelche Platzhalter, die dann erzählt werden. Ne? Und dann gibt es aber irgendwann den Moment, wo die anscheinend gemerkt haben, ja, das bringt doch was. Ne? Und dann blubbert das so raus. Ne? Dann merkt man allerdings, und das ist dann immer so, ich nenne das immer so ein bisschen ketzerisch, dann sind die umgefallen. Ne? Also sie gehören jetzt mit dazu. Und da kann ich dann richtig mitzählen, abhaken, wer da soweit ist. Also man merkt das, finde ich. Aber es würden die wahrscheinlich auch nicht zugeben, ne? Sondern da kommt dann eher so ein, ja klar, machen wir das so, ne? Das hätte man immer schon so machen sollen, ne? Und ich habe das eigentlich auch schon immer gedacht, ne? Okay. Ja. Das ist ja ohnehin das Beste, dass man dann im Nachhinein behauptet, dass man eigentlich immer schon dieser neuen Meinung war. Wenn man das kurieren will, muss man Tagebuch führen. Ja. Dann hat man es irgendwann schriftlich, was man zum selben Thema vor 5 oder 10 Jahren geglaubt hat. Ja. Das habe ich auch mal, ich glaube, das war sogar in dem Buch von Harari mal drinnen, der hat das auch gesagt, dass er quasi die einzige valide Quelle für die Kriegszeiten sind die Tagebücher von damals. Ne? Weil alles, was, sagen wir mal, Historiker da so reinbauen, da entsteht natürlich viel. Es ist eine Sache, die mich unglaublich tolerant gemacht hat, weil ich erinnere mich noch wirklich sehr gut, welchen aus heutiger Sicht Blödsinn ich vor 15, 15, 20 Jahren verzapft habe. Also mit völliger Überzeugung, ein Zeug erzählt, wo ich heute sage, das war überhaupt nicht fundiert, kein bisschen reflektiert, aber voller Überzeugung. Also wenn man
Ich finde, wenn man sich selber bei einigen großen Irrtümern im Leben ertappt, ist es eigentlich nicht mehr möglich, andere Leute abzuqualifizieren. Ja. Ja, also das trägt schon so ein Toleranzverständnis ja. dann auch dabei. Na, das ist, also ich habe das in der IT auch häufig gemerkt. Na, also es war auch damals, ich habe ja früher als Fachberater da gearbeitet, bin da rein und habe gesagt, ja, so machen wir das, das ist jetzt das Thema, zack, ich weiß, wie der Hase läuft, na, und da meine Dinge auferzählt. Und wenn ich das heute überlege, wenn ich mir die Unterlagen anschaue, die ich damals immer dachte, mein Gott, das kannst du keinem zeigen, Gott sei Dank haben die dich nicht verklagt. Und das entspannt natürlich ja. dann schon auch. Na, und ich ja, weil sind wir wieder bei Frau Birkenbiel, die hat immer gesagt, wir Deutschen, vielleicht auch die Österreicher, haben halt ein sehr heikles Verhältnis zum Fehler. Hm, ja. Das stimmt. Also das ist ja auch etwas, was ganz, ganz schön ist, weil ich in der Softwareentwicklung ja tätig bin, auch ganz viel und dort sehr viel auch in der Qualitätssicherung, also wo es darum geht, Fehler zu vermeiden oder die zu finden in Software. In damit, Software gibt es Fehler? Ja, das soll vorkommen. Hin und wieder schleicht sich einer ein. Ne? Also meine Lieblingssoftware ist ja Microsoft Teams. Ne? Also ich habe die noch nicht 10 Minuten am Stück lauffähig gehabt. Aber da gibt es ja ganz, ganz viel zu tun und ganz viele Mechanismen da auch reinzugeben. Ne? Und eine Software hat per se immer Fehler. Manche findet man, manche nicht. Manche tauchen nie auf an der Oberfläche, aber es gibt immer irgendwelche Fehler. Das ist gerade ein total spannender Gedanke für mich. Warum? Eigentlich jeder, der in der Wirtschaft arbeitet, weiß, dass es keine Software ohne Fehler gibt. Hm. Aber sie würden nicht sagen, es gibt keine Meinung ohne Fehler. Ja, ja, das ist ein guter Gedanke. Ne? Weil ich meine, im Grunde ist es doch nur die Software für hier oben. Ja. Also warum soll quasi deine aktuelle Version, weiß ich nicht, Ritchie 7.3, warum soll die jetzt fehlerfrei sein? Hm. Ja, also da müssen wir uns lösen davon. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und wir sind natürlich in dieser Fehler-Verantwortungsschuld-Thematik häufig drin. Also ich würde da eh den ganzen deutschsprachigen Raum mit einbeziehen, da, wo wir da sehr genau drauf schauen. Und der Umgang mit Fehlern ist ja in anderen Kulturen ja auch ganz anders. Ja. Ne? Die Amerikaner feiern sich dann hier ab, ne? Und du brauchst 3 Startups an die Wand fahren, dann wirst du erst ernst genommen und so und yeah und wieder. Ist im Augenblick zum Beispiel ja, wo das Thema Corona-Aufarbeitung oder wie auch immer, also wo einfach eine ganze Reihe von ganz vernünftigen Leuten sagen, das war jetzt unser erstes Mal mit so einer Pandemie, können wir nicht mal gucken, was wir gemacht haben, was wir hätten besser machen können, wo wir was falsch gemacht haben. Mhm. Und wenig Interesse und wenig Bereitschaft ist, sich das anzugucken. Ja. Also das wäre also dann quasi nicht agil, oder? Ja, also ist in meiner Welt auch nicht agil. Ne? Also ich meine, für mich passt das irgendwo zur Politik, wie sie gelebt wird auch, weil es ist Systemerhalt und vorwärts nächste Legislaturperiode sichern. Ja, aber gut, mal ehrlich, glaubst du, dass ein Politiker, der sich vor die Leute stellt und sagt, ich habe Fehler gemacht, dass der eine Chance hat, nochmal irgendwas zu werden? Ja, gar nicht, das ist vorbei. Also da muss man komplett auch dem Recht geben und sagen, solange das Publikum, also die Wähler, so auf Fehler reagiert, wäre der ja dumm, wenn er einen Fehler zugeben natürlich, würde. Natürlich, passt gar nicht. Ne? Das ist, und selbst offensichtliche Fehler, ne, die sind so ein bisschen, die versanden ja dann irgendwo. Ja. Ne? Also das sieht man ja immer wieder. Ne? Naja, aber wir kommen weiterhin zu dem NLP-Thema. Wie muss dann die Persönlichkeit drauf sein? Wie muss das Selbstbild drauf sein, dass jemand sagt, habe ich mich geirrt, habe ich einen Fehler gemacht? Tja, ich kann es nicht in Worte fassen. Also ich dachte, du bringst es den Leuten bei. Ja, das ist das, was ich vorher meinte. Ne? Also durch die Methodiken, insofern sich quasi diese persönlichen Weiterentwicklung auch zu widmen, ne? Was für viele ja in dem Kontext ja auch ein quasi komplett neu ist. Ne? Also wir sind ja da irgendwo täglich damit, haben wir was damit zu tun, aber für die ist das ja ganz ungewohnt, sich auch mal selber zu beobachten. Und damit fängt es bei mir meistens an, auch wenn ich, dass ich den Teams sage oder den Einzelnen, jetzt mal zu schauen, was läuft denn da eigentlich gerade, mal so eine Inventur zu machen, ne? Und von dort dann wegzuarbeiten. Ne? Und dann eben solche Themen auch aufzumachen, wie zum Beispiel ein modernes Fehlerverständnis, ne? Dass das einfach Dinge sind, die passieren. Und dann kann man sagen, ja, tut mir leid und ist passiert und weiter, was machen wir damit? Ne? Wie können wir es drehen? Fange an zu verstehen, was du unter Optimismus meinst, weil ich meine, damit du sowas aushältst,
zu sagen, was haben wir gemacht, was ging schief, was machen wir weiter. Mhm. Es sind ja alles aktive Sätze, die du bildest. Mhm. Also jede Art von das geschieht, das kommt auf uns zu, das ist halt jetzt so, ist ja dann quasi in deinem Denken, hat keinen großen Platz, oder? Genau, genau. Also das ist für mich auch ein Kern des Ganzen, ne, diese Aktivität, weil sagen wir, die Passivität, da sind wir natürlich fremdgesteuert in all diesen Dingen. Das, was mir immer schwerfällt zu vermitteln, ist bei diesem Aktivitätsthema, dass das natürlich auch eine Kraftanstrengung braucht. Ne? Und da ist ja schon sehr stark dann auch ein Widerstand häufig da, so von wegen, wir haben ja schon so viel zu tun. Ne? Also, das auch noch, aber wir wollen ja lieber 4 Tage Woche machen und jetzt nicht 5,5 oder so. Ne? Also dass dieses Aktive natürlich auch eine Bewegung braucht. Und dieser, ich sag mal, der Initialschmerz, in Bewegung zu kommen, ist ja immer der größte, wenn man so mal läuft, läuft es. Ne? Beim Joggen ist ja die ersten 2 Meter und dann geht's, ne? Dann fängt das erst später wieder an zu schmerzen. Zumindest bei mir so. Also diesen ersten Impuls, das ist in meiner Arbeit immer das Schwierigste zu überwinden. Mal. Da bringst du ein ganz spannendes Thema, weil ich habe mir vor einiger Zeit, ich hoffe, dass ich jetzt kein zu heikles Thema anspreche, habe ich mir angeschaut, Picard, die neue auf... Oh, ja. Amazon Prime. Kommt drauf an, welche Staffel. Ich hatte vorher gelesen, dass man mit Leuten, die Fans vom alten PK sind, vorsichtig reden muss, wenn man über diese Serie guckt, weil da die Meinungen sehr auseinandergehen. Also ich fand sie super. Ich fand sie auch gut. Ich hatte Spaß dran. Ich habe viel gelernt. Zum Beispiel jetzt nur so quasi als unter NLP-Lern. Dieses eine, wo er sein Unbewusstes erforscht und dabei im Keller dieses Chateaus umgeht. Mm. Ich fand, das war so eine brillante Metapher für biografische Arbeit. Mm. Türen öffnen mit einem Guide und Räume erforschen und so weiter. Fand ich wirklich großartig. Ja, ja. Aber ich habe also das geguckt und habe währenddessen reflektiert. Und dachte, mir ist eigentlich schon komisch, was Hollywood da für ein Glaubenssystem präsentiert. Weil es findet ja statt innerhalb einer militärisch geprägten Welt. Mhm, ja. Das heißt, es geht eigentlich um Gehorsam, um Befehl und Gehorsam. Mhm. Gefeiert werden aber fast immer die, die sich nicht an Befehle halten. So ist es, ja. Also das ist auch das, natürlich ist in diesem Star Trek-Universum jetzt nicht alles immer so eitel wonnen, ne, mit diesen ganzen Hierarchien und sowas, aber es ist genau das, das. Und das wird auch ein bisschen persifliert ja in der letzten Staffel vor allem, dieses Aufbegehren gegen diese Struktur und dann quasi damit wieder alles zu retten. Ne? Also dass der Rahmen schon... Ja, aber jetzt mal ehrlich, das klappt nicht in Wirklichkeit. Also überleg mal gerade, das kommt aus Amerika. Ich habe nicht das Gefühl, dass Amerika, Deutschland genauso jetzt das Land ist, wo du ganz dolle viel Zustimmung bekommst, wenn du dich nicht an Vorgaben und Strukturen und dann, weiß ich nicht, keine Maske trägst oder sowas in der Richtung, um mal ein konkretes Beispiel aus einer Zeit zu bringen, die sehr von Strukturen war. Ja. Also da dachte ich mir, es ist komisch, die Filme feiern Leute, die eigene Entscheidungen treffen und gegen Strukturen und gegen Vorschriften gehen im praktischen Leben. Mhm. Boah. Ja, deswegen gefällt uns das ja so gut im Film, ne? Weil das ist ja etwas, was wir nicht so haben. Ja, aber sagst du nicht gerade, dass eigentlich brauchen wir für Zukunftsoptimismus die Fähigkeit, auf Strukturen auch mal zu pfeifen? Ja. Auf Vorgaben? Ja, ich glaube, also das ist das, was ich versuche ja in den Teams zu fangen, einen gewissen Spielraum haben die ja, wo sie sich bewegen können oder wo sie nicht gesehen werden, wo so eine Keimzelle entstehen kann und ein Experiment gelingen kann, ohne jetzt einen Rechtsbruch damit zu begehen. Und also das ist eher so das Herangehen, was ich dann gut finde, dass wirklich so ein Nukleus entsteht, ne, der dann quasi was präsentieren kann, wo sagt, okay, so wollen wir weiterdenken, so wollen wir weitermachen. Und wenn der Gedanke dann sich mal, der meandert sich dann so durch. Und das habe ich lustigerweise letztens erst in einem Unternehmen, da kam von anderer Seite, ja, wir haben hier habe ich so eine technische Methode irgendwann mal reingebracht. Mhm. Und die kam von ganz anderer Seite wieder zurück. Und dann war das schon in der DNA irgendwo, das ist ja unseres. Und habe ich gesagt, ja, okay, alles fein. Ne? Hauptsache ihr macht diese Sachen so. Ne? Und es gibt schon einen gewissen Bewegungsspielraum. Ne? Also ich glaube, es ist auch jetzt bei uns gar nicht so die Möglichkeit jetzt natürlich, dass man irgendwas niederbrennt und aufbegehrt. Ne? Das ist immer kulturell, glaube ich, nicht so gut. Aber ich glaube, im Kleinen zu beginnen, bei sich in der Familie, im Unternehmen, im Team, in den Projekten, ne? Bei sich selbst drinnen mit seinen ganzen
Mitspielern, die man da so drinnen hat, dort zu beginnen, diese Aktivität zu pflegen und zu schauen, okay, was kann ich tun, wo kann ich meine Grenzen so sukzessive aufbringen. Und du hast es so schön gesagt im Vorgespräch auch, du siehst für die nächsten Jahre eher schwarz und dann weiß, also dann wieder schön. Ne? Und ich glaube, das ist das auch. Ne? Das geht natürlich, das wird jetzt keinen Erfolg bringen von heute auf morgen, aber das wird uns mehr Resilienz und mehr Optimismus bringen, dass wir diesen Wumms dann auch wieder mal ins Positive bringen. Also was mir auch wirklich enorm hilft, ist, sich mit Geschichte zu beschäftigen. Wie gesagt, ich höre gerade diese Hegel-Biografie und ich habe da eine Stelle jetzt gehört, die hat mich so, ich würde fast schon sagen, beschämt, weil da wird beschrieben, wie er Phänomenologie des Geistes geschrieben hat, also sein Hauptwerk. 600 Seiten in 2 Jahren, wo der Autor des Buches sagt, im Grunde jede Seite reicht, um ein Leben lang darüber nachzudenken. Aber er hat das geschrieben in Jena, wo er die Professur hatte. Er hat das geschrieben während des Napoleonischen Krieges. Er hat das letzte Kapitel geschrieben, während die Stadt brannte. Er war mit dem Manuskript, er hatte keine Kopie. Überleg mal, 600 Seiten Manuskript, er hat keine Abschrift. Er hatte das Ding bei sich und rannte durch die brennende Stadt. Wo ich dachte, eigentlich geht's uns gut. Ja. Also sich zu überlegen, unter welchen Umständen zum Teil Leute ihr Leben gelebt haben und wie wir heute auf extrem hohem Niveau leiden. Also ich mache gerne mal das Spielchen, dass ich mich überlege, in welcher Zeit hätte ich lieber gelebt? Ja. Wobei ich für mich die Regel definiert habe, es geht nicht um ein einzelnes Jahr. Es geht um meine Lebensspanne von, sagen wir mal, 90 Jahre. Ich darf die frei raussuchen, wann ich sie haben möchte in der Geschichte. Ich habe keinen besseren Zeitraum gefunden als den, wo ich lebe. Ja. Also da sagst du was ganz Wichtiges, weil das ist, also was mir so einen Boost auch gegeben hat, das auch mehr zu bringen, ist, ich habe damals gelesen Factfulness von Hans Rosling, der ja Statistiken mal darstellt. Pflichtlektüre für alle. Auf jeden Fall. Also das und die Videos auf YouTube. Genau, diese TED-Talks. Also toller Präsentator auch. Ich knuddel und sofort bin ich leider tot, aber ich habe sofort irgendwie, ich möchte ein Kind von dir, so nach dem Motto. Ne? Genau, ne? Und der einfach, der auch darstellt, dass die Welt, die ist nicht so schlimm, wie sie uns jetzt im Moment vorkommt. Ja. Ne? Und wenn man sich anschaut, wir hatten immer Krisen und wir hatten immer aus dieser Krise auch wieder was Neues entstehen lassen. Ne? Wir haben jetzt, glaube ich, noch die zusätzliche Herausforderung, dass wir einfach so eine vergegenwärtigte Zeit haben, in dem wir alles an Informationen in jetzt zur Verfügung haben. Und das wirkt natürlich noch einmal bedrohlicher. Ne? Aber das ist eine Welle, das geht wieder. Ich habe neulich ein Interview gelesen mit irgendeinem Comedian, der hat gesagt, seiner Meinung nach ist Optimismus im Augenblick die radikalste Art des Protests. Und sagt immer, da hat er recht. Hätte ich jetzt gar nicht gesagt, also bin ich auch radikal. Ja, das ist ein radikaler Protest, weil der meint auch, alle sehen alles negativ. Ja. Und ich glaube, jetzt momentan ist das stärkste Thema Klima. Also wenn du dir da erlaubst zu sagen, wahrscheinlich geht es gut aus, bist du ja eigentlich schon fast schon kein Mensch mehr. Ja. Also ich glaube, wenn du dir so einen von diesen total verängstigenden Klimaklebern denkst und jemanden, der sagt, ach, wir kriegen das schon irgendwie hin, wir haben auch andere Sachen geschafft. Die meisten werden eher auf der Seite von dem Klimakleber sein. Ja, also auch da glaube ich halt einfach, das ist ja sehr abstrakt für uns allen, die Auswirkungen. Ne? Deswegen tun wir ja da auch jetzt gerade wenig. Ich glaube, da wird der Schmerz einfach auch noch größer sein müssen. Ja. Aber im Endeffekt werden wir das schon wuppen. Ich gebe zu, dass ich das genauso sehe wie du. Ja. Also ich merke, dass es mir unvorstellbar ist, dass dieses zähe Volk, die wir Menschen sind, also was wir alle schon geschafft haben. Und ich würde fast schon behaupten, wir hatten schon andere Probleme. Oder möglicherweise hatten wir kein größeres Problem, aber wir hatten auch noch nie solche Möglichkeiten, damit umzugehen. Ja. Und vor ein paar hundert oder tausend Jahren eine Hungersnot war für die Damaligen wahrscheinlich ein größeres Problem als das, was wir gerade haben. Wir haben ja die technischen Möglichkeiten. Aber es ist ja dieser seltsame Gedanke, den ich persönlich wirklich nicht verstehe, ist, dass gerade wenn ich an diese Projektionen glaube, was da geschehen soll mit dem Klima, müsste ich eigentlich zu technischen Lösungen greifen, um mich vor den Folgen zu schützen. Das müsste in meiner Welt mindestens so eine große Rolle spielen, wie das Bekämpfen von Ursachen, vor allem wenn man das so sagt, hat eigentlich eh keinen Sinn mehr. Also irgendwo, da steigt mein Logikmodul aus. Ich glaube, also ich bin mir gar nicht sicher, ob da wenig passiert. Ich glaube, da passiert schon viel an technologischer Entwicklung, jetzt zum Beispiel auch, was vielleicht
resistentere Pflanzen angeht oder irgendwelche Schutzwelle oder sonst irgendetwas, mit denen man die Dinge dann auch die Wirkungen wieder ausgleichen kann. Ich glaube, das läuft alles nicht unter diesem Label. Ich glaube, es läuft da ganz viel Forschung drauf hinaus, dass die Dinge entstehen. Na, und dann, wenn man sie dann braucht, dann kann man da auch irgendwas nutzen davon. Na? Also ich glaube, das ist auch so etwas, das ist typisch da drinnen, dass man gar nicht so sehr so konkret darauf hinarbeitet. Viele Sachen passieren ja da auch eher zufällig oder werden dann irgendwo von anderer Seite mit reingenommen. Und gerade in der Technologie haben wir ja immer dann so Impacts, ach, und was Neues, wo keiner am Anfang glaubt, das ist was. Ne? Also wie wir das iPhone das erste Mal in der Hand gehalten haben, da konnte ja nichts. Also das war ein Glasziegel, ne? Und alle haben gelacht, ne? Und heute hat jeder eins. Ja. Auch mit der Uhr und mit diesen Ringen und sowas. Ne? Die strömen dann wo rein, das kommt eigentlich eher so aus einer anderen Ecke mit rein und dann ist es da und dann löst das auch was. Und ich glaube auch, dass da noch einiges uns quasi zur Verfügung stehen wird, was wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Das wird vielleicht nicht die KI sein, weil da gucken wir gerade alle hin, ne? Sondern irgendwas anderes. Nachdem wir ja die Idee teilen, dass die nächsten Jahre vielleicht ein bisschen ruppig werden können, aber langfristig geht das Spiel gut aus, hättest du eine Idee, weil ich hätte eine, aber ich würde deinen auch gerne erstmal hören, hättest du eine Idee, was jetzt genau die nächsten Jahre noch das Problem bei uns sein könnte und wenn wir das gelöst haben, warum es dann gut ausgeht? Also ich glaube, dass das, was wir jetzt einfach auch merken, gesellschaftlich in Unternehmen und so und auch mit uns selbst, dass das sich einfach noch einmal, diese Schraube noch mal enger gedreht wird. Ne? Also diese politischen Machtgefüge, dieses nationale Denken noch mehr, dieses in den Ländern auch, ne, dieses Problembewusstsein und die Unzufriedenheit im Ganzen. Ich glaube, das wird sich noch deutlich mehr verstärken. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir in den nächsten Jahren irgendwie, also das Sozialsystem kann ja noch ein bisschen was aushalten, auch wenn es perspektivisch natürlich auch ächzt. Ne, aber ich glaube schon, dass da so generell diese Schrauben noch mehr sich zudrehen werden. Ne? Das mit ChatGPT oder mit den KIs, das wird noch mal eine Bewegung auch bei Jobs reinbringen. Ne? Das führt dann auch noch mal zu Unzufriedenheit. Ich glaube, da wird sich schon noch einiges verschlechtern. Ne? Dann sehen wir das gleich, weil ich glaube auch die Hausaufgaben, die wir machen müssen, sind gesellschaftlich, sozial, kommunikativ. Da geht es nicht um irgendeine Technik, die fehlt oder sich komisch entwickeln muss. Es geht wirklich darum, wie wir vor allem miteinander umgehen. Also da sehe ich im Augenblick ein paar ganz ruppige Jahre vor uns. Und ich glaube, wenn wir das hingekriegt haben, also ich würde sagen, den Schritt ins grüne Zeitalter, gelungene Kommunikation. Also gerade was, wobei, ich meine, wenn ich gucke, also man sagt so leicht, heute wir werden so gespalten, es gäbe so Lager. Ich beschäftige mich gerne mit Geschichte, es war nie anders. Ja. Also Hegel aus meinem aktuellen Buch, er zieht um in eine neue Stadt und schreibt ganz verwundert in irgendeinem Brief, also er war jetzt in der Kirche, in der katholischen, und er war ganz erstaunt, dass dieser katholische Geistliche in seiner Predigt überhaupt nicht auf die Protestanten geschimpft hat. Wo ich dachte, ach so mal, wenn der das schreibt, heißt das, es war normal, dass quasi in jeder Predigt über das andere Lager geschimpft wurde. Da dachte ich sofort an heute rechts und links. Ja. Also da hat sich nichts geändert. Aber ich glaube, das muss sich jetzt ändern. Also das sehe ich genauso. Ja. Ich glaube auch, dass das ist, und das ist auch das wieder was ich so in dieser persönlichen Entwicklung sehe. Ja. Ne? Hier diese eigene Resilienz und die Toleranz auch dem anderen und auch wieder in so einen Dialog zu kommen. Ich glaube, das ist die Kompetenz, die wir aufbauen müssen. Ne? Also ich muss jetzt nicht jemandem beibringen, Programmieren zu lernen, aber wieder mit Menschen zu sprechen. Das fand ich damals eine der besten Kritiken an diesem bildgewaltigen Film Avatar. Dass da einer geschrieben hat, es ist einfach komplett absurd zu glauben, dass eine so hochentwickelte Kultur, zum einen die Menschheit in 1000 Jahren, zum anderen aber auch diese Navi, dass die überhaupt keine besseren Konflikttechniken haben als wir heute. Da dachte ich mir, da hat er eigentlich recht. Ja. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass wenn es um Fortschritt und Technik und Entwicklung geht, denken wir überwiegend an irgendwelche Maschinen. Aber dass sich auch eine Gesellschaft fortentwickeln kann, Kommunikationstools, eben gerade Konflikttools, wie gehen wir damit um? Ich glaube, der einzige Bereich, wo es mehr oder weniger alle sagen würden, ist Strafen. Also wir finden heute Körperstrafen barbarisch. Aber warum nicht zu überlegen, ob es nicht vielleicht auch Konflikttechniken geben könnte, die völlig anders sind. Und Umgang mit abweichenden Meinungen, würde ich sagen, können wir nicht so stolz auf uns sein heutzutage. Ja, widerspricht uns natürlich auch ein bisschen. Aber das glaube ich, das müssen wir schon lernen. Sehe ich quasi genauso. Dann ist jetzt die Stelle, wo du sagst, wie?
Also wenn ich das habe, schreibe ich ein Buch, darüber komme ich nochmal. Naja, weißt du, ja. ich sehe dich immer da in irgendwie Firmen sitzen, den Leuten das erzählen und dann kommt doch irgendwie eigentlich die Stelle, wo die fragen, wie geht's denn jetzt, oder? Ja. Ja, was sagst du denn dann? Ja, Gott sei Dank fragt mich das keiner, ne? Oh, du meinst, das Video bringt dich jetzt erstmal auf Ideen? Genau, meine Kunden werden jetzt alle anrufen und fragen, wie machen wir das jetzt eigentlich? Pardon. Ja. Also, ich glaube, das fängt im Kleinen an. Also, wenn ich so Übungen mache, zum Beispiel, du kennst die wahrscheinlich, einer beschreibt von einem Blatt, das nur er sieht, was er da sieht. Ja. Die anderen müssen das alle malen. Ne? Also, mal da zu sehen, jeder hat so ein anderes Weltbild, jeder versteht andere Sachen. Was ist Kommunikation? Mhm. Also, das ist die Basics, ne, die eigentlich eh schon in Trainings immer wieder reinkommen. Ich glaube, vielleicht brauchen wir da auch ein bisschen neue Methodiken dafür, oder das, um das verständlich zu machen. Ne? Aber ich glaube, das ist so die Basis, ne? dass wir verstehen, dass wir auf die Welt gucken, jeder durch sein Fenster. Und das sieht halt für jeden anders aus. Und das wieder zuzulassen. Ne? Und ich glaube, das ist glaube ich, so der eine große Bereich. Und der andere ist, und das versucht man ja im Agilen auch viel mit der Offenheit und mit der Transparenz zu schaffen, auch so mit seinen Themen offener zu sein. Also sich auch durchaus auch mal verletzlich zeigen. Das klingt immer so, als ob man sich dann nackig macht und bin ich da, schau mich an, wie kaputt ich bin. Darum geht es ja gar nicht. Ne? Aber einfach einmal zu sagen, mir geht es heute nicht schlecht, nicht gut. Ich bleibe heute zu Hause oder so. Oder ich habe jetzt da ein Problem. Mich ärgert das irgendwie, dass wir das machen. Die ganz simplen Dinge. Ich glaube, da müssen wir beginnen, weil das sind ja oft die Ursprünge für irgendwelche Konflikte. Ja. Ne? Oft der hat so doof geguckt, als ich das gesagt habe. Ne? So, und dann 2 Jahre später reden die kein Wort mehr miteinander. Ne? Und das aufzubrechen. Ne? Und wir haben ja im NLP einige Möglichkeiten, diese Weltbildanschauung da auch zu vermitteln. Und ich glaube, da muss man sich auch selber immer wieder auf die Nase machen. Wir sind ja selber immer wieder betroffen durch unsere Filter, die dann wieder irgendwas einengen. Ne? Da immer mit einer Bewusstheit dran zu gehen und drauf auf sich selber zu schauen. Und ich glaube, das kann man immer wieder bringen. Ne? Das ist nicht einmal gelernt und dann hat man das, sondern das muss einfach auch laufend passieren. An der Stelle stimme ich dem Harari aus ganzem Herzen zu, dass er sagt, Meditation ist super wichtig. Weil er definiert ja Meditation sozusagen als die Erforschung von sich selbst. Also, dass man sich selbst kennenlernt. Und da bin ich komplett auf seiner Seite. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein neues Thema gesellschaftlich. Ich meine, da hat im Grunde Sigmund Freud so richtig angefangen mit Unbewussten. Dann wurde es eigentlich in den 60ern zur Massenbewegung. New Age und diese ganzen Sachen, diese ganze Übertherapierte. Das heißt, das ist wirklich jetzt gerade mal eine Generation. Ja. Aber ich glaube, das ist ein wichtiges Stück, dass wir da halt diese Welt, ich nenne das manchmal die Psychosphäre, als Psychonauten anfangen zu entdecken. Ja. Weil wir da eigentlich eine neue Welt entdeckt haben. Ja. Das ist schön, dass du das Stichwort noch bringst. Das fand ich ganz schön von dem Team, was ich dir erzählt habe, die ich da über mehrere Workshops begleitet habe. Das waren ja Softwareprogrammierer. Ja. Ne? Und ich habe gesagt, so, der offizielle Workshop ist jetzt vorbei. Aber wir machen jetzt noch was Besonderes, wer möchte. Wir machen jetzt eine Meditation. Ich führe euch zu einem, was ein bisschen Fantasiereise, ne? Also um die mal an das Thema ranzubringen. Also nicht in Stille und nur abends, sondern wirklich so Dings. Naja, 2, 3 sind rausgegangen, die wollten das nicht mitmachen. Alles fein und die anderen haben mitgemacht. Und also das war nachher, ich hatte nachher Gänsehaut. Die haben alle gestrahlt. Das war eine ganz neue Erfahrung für die. Ne? Und ich meditiere mehr oder weniger regelmäßig, aber wenn man sieht, dass jemand das erste Mal macht und kommt damit in Kontakt wieder mit sich eigentlich, ne? Das ist also ein Traum. Und da mehr davon bitte. Wir können da fast einen eigenen Podcast drüber machen, weil ich merke immer wieder, wenn ich davon rede, die meisten Leute haben beim Thema Meditation ein ganz komisches Bild. Also die denken dann wirklich, sie müssten da in einer merkwürdigen Haltung stocksteif sitzen und nichts denken, was halt für einen normalen Westeuropäer unmöglich ist. Also du kannst keinem Westeuropäer sagen, setz dich hin und denk 10 Minuten nichts. Da platzen die ja. Also das ist auch ganz komisch, dass das in keiner Weise vermittelt wird.
Ja, also das, also da gibt es ja nur ganz wenig Ansätze. Ne? Also ja. Ich habe in der Schule von meiner Tochter damals, da gab es mal so irgendwie mal so ein, zwei Nachmittage, wo dann so den Kindern das auch ein bisschen vermittelt wurde, aber es war sehr rudimentär und dann war es auch wieder vorbei. Ja. Ne? Und Meditation oder diese Innenschau, das kann man ja auf so viele vielfältige Weisen erleben. Ja. Ne? Das kann man beim Spaziergehen durch den Wald erleben. Wenn ich, kann ich im Herumsitzen, ich kann mich hinlegen, ich kann Kopfstand machen, Yoga oder sonst irgendwas. Also ich kann ja ganz viele Wege finden, in mich zu schauen. Ne? Und ich hatte letztens erst ein Gespräch, das fand ich ganz schön. Da hat einer so ein paar Beispiele gebracht, wie viele Menschen in dieser Stille Großes geschaffen haben. Ein Einstein, ein Hemingway oder ein Tolstoi, die quasi ihre Geschichten auch entwickelt haben oder ihre Ideen entwickelt haben, nicht an der Tafel oder in der Lesestube, sondern im Wald beim Spazierengehen. Ne? Mir fällt da gerade was Lustiges auf, weil also in meiner Studentenzeit in der Berliner U-Bahn hingen da immer Werbeplakate. Langeweile ist die Grundstimmung des Philosophierens. Ich fand den Satz immer so großartig. Ja. Heute haben sie alle ein Handy. Ja. Das heißt, das Handy ist im Grunde das Werkzeug, was verhindert, dass du dich mit dir selber beschäftigst. Ja. Das ist mir eingefallen. Also auf meinem Handy habe ich drauf so eine Brainwaves. Mhm. Und wenn ich meditiere, ist es normalerweise Kopfhörer. Also lustigerweise verwende ich eigentlich das Gerät, was mich von mir selber entfremdet, als Werkzeug, um zu mir zu finden. Ja, ja. Also hast du die schönen zwei Sichten da drauf. Ne? Zum einen kann ich es als Ablenkung nutzen, weil ich mich selber gerade nicht ertragen kann, dann swipe ich durch Instagram durch. Ne? Ja. Oder ich nutze es als Möglichkeit, um an einen besseren Zustand zu kommen. Aber wenn du guckst, also selbst in Warteschlangen im Supermarkt und so weiter, der Griff zum Handy. Das heißt, man hat wirklich das Gefühl, die Leute halten es noch nicht mal mehr 3 Minuten mit sich alleine aus. Ja. Ich habe gerade einen Selbstversuch am Laufen, gerade zu dem Thema auch, weil ich das bei mir natürlich auch immer bemerke, ich bin halt auch am Handy, ne? Natürlich. Das, und das muss man sich immer. Und ich habe jetzt, ab 20 Uhr dreht sich das ab bei mir, mit der Bildschirmzeit gesetzt, da geht nichts mehr. Ne? Und dann fällt einem das erstmal auf, ne? Dass man so, wenn man, ach, guck mal schnell, oder beim Anstecken ans Ladekabel am Abend, ach, schauen wir nochmal schnell. Nee, jetzt nicht, du ist ja schon Bildschirmzeit. Also wie oft man, selbst an dem Zeitpunkt ab 20 Uhr, ne, wie oft ich da eigentlich sonst noch drauf geschaut habe. Ne? Und da muss ich mir echt auf die Finger klopfen und sagen, nein, jetzt nicht. Ne? Und aber merke dann auch, 2 Tage so gemacht, schlafe ich besser. Ne? Also es ist, es ist Fluch und Segen. Ich habe vor ein paar Tagen habe ich einen Vortrag gehört auf YouTube, da ging es auch um Medien. Und dann hat der von der Bühne gefragt ins Publikum, wer von Ihnen schaut in den ersten 6 Minuten nach dem Aufstehen aufs Handy? Ich dachte, oh Mist, 6 Minuten, so lang. Also ich habe es nicht neben dem Bett liegen. Das finde ich spooky, aber es ist sozusagen auf dem Weg von Bett in die Wohnung rein, kommt der Griff zum Handy und dann halt das Checken von dem, was ist in der Welt los. Das ist so vertraut, so normal. So normal, war aber früher nicht so. Ne? Nee. Ich habe es dann ein paar Tage lang versucht nicht zu machen, habe gemerkt, geht, fühlt sich komisch an, jetzt mache ich es wieder. Gut, früher hätte man den Radio angemacht. Ich sehe jetzt da nicht den riesengroßen Unterschied zwischen, dass ich quasi Zeitung lese auf dem Handy, was ich morgens mache, und Radiogeschichten. Wo ich einen Unterschied merke, ist, ich habe mir irgendwann angewöhnt vor ein paar Monaten, dass ich direkt vorm ins Bett gehen, in der letzten Stunde, wenn ich was lese, bloß noch echte Bücher lese. Ja. Wirklich echt Papier und nicht mehr Bildschirm. Und ich habe auch gemerkt, ich schlafe besser. Ja, also da spielt ja auch viel rein, auch mit dem Licht, was du hast, dieses künstliche Licht, was Melatonin später hat, und da sind ganz viele Prozesse, ne? Da gibt es ja einige Studien auch dazu, das heißt ja eigentlich 90 Minuten vorher kein so, nicht mehr so nah auf das Display sein, ne? Gucken. Der Vortrag meinte, und dem stimme ich zu, es ist eine romantische Idee, wie Heidegger in seiner Berghütte zu leben ohne Technik. Es ist vermutlich komplett unerreichbar für uns Heutigen. Es gibt keinen anderen Weg als lernen, bewusst damit umzugehen. Genau, das ist, also ich denke auch, ne, sich immer wieder auch darauf mal zu schauen, weil wie oft nutze ich das Ding? Man sieht ja die Statistiken auch. Ne? Man guckt vielleicht mal gerne rein. Man darf mal reinschauen. Schaut mal alle rein, ne? was ihr da so vertrödelt am Tag, und einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, ne? Weil man ist oft erstaunt,
Ich finde witzig, wir kommen, also im Gespräch mit dir, es kommt immer auf dasselbe Thema, es kommt auf die Aktivität. Ja. Also jetzt schon wieder, also quasi du bist aktiv, du nutzt das Gerät aktiv und auch aktiv nicht. Also in deiner optimistischen Weltsicht ist sozusagen diese passive Nummer gar nicht drin. Ne? Ja, ich möchte ja auch Gestalter sein. Ne? Ich möchte mein Leben ja gestalten und meine Zukunft. Ja. Das ging mir zum ersten Mal so, als ich diese eine Schrittzähler-App mir installiert habe, weil ich mal wissen wollte, wie weit sind eigentlich 10.000 Schritte. Und plötzlich fing die an, dass sie mich motivieren wollte. Hat sich gemeldet, ja, und komm heute noch so viel, hast du deinen neuen Bestwert und mach noch das und hast du das. Wo ich dachte, Moment, wer arbeitet hier für wen? Ich hatte wirklich das Gefühl, das Ding versucht mich anzutreiben. Ich habe alles deaktiviert, das zählt bloß noch brav und still seine Schritte. Ja. Aber das war für mich, ich habe relativ wenig Apps und so ein Zeug drauf. Also so die bewusste Erfahrung, wie sich das umdreht. Und du kennst auch die Experimente, wo die das gemacht haben. Leute sollten irgendeine Prüfung machen oder irgendwelche Aufgaben machen. Die hatten das Handy nebendran liegen. Da macht das Ding einmal pling. Ja. Und plötzlich können die nicht mehr denken. Ja. Also das war für mich auch der Haupteffekt nach diesem Film Social Dilemma. Ich habe sämtliche Benachrichtigungen ausgeschaltet. Komplett. Ja. Absolut. Oh, ist das angenehm. Ja. Das Dumm ist natürlich, das hatten wir heute ja auch, dass manchmal Leute sauer sind, weil ich irgendwas nicht erfahre und die sagen, ich habe dir doch eine WhatsApp geschickt und ich sage dann, sorry, ich habe seit zwei Stunden keine WhatsApps geguckt. Ja. Weil das macht bei mir nicht Pling. Ja, genau. Ja. Bei mir auch nicht. Also ich habe das auch alles weggedreht. Und das ist so angenehm. Das ist einfach, ja, wer steuert wen? Du sagst es ganz richtig. Ja. Na, wer ist eigentlich der Herr? Ja. Na, ist das ja. Gerät, was Pling macht und ein neues Katzenvideo, juhu? Oder bin ich das und sage, ich möchte jetzt kommunizieren und dann nehme ich das in die Hand. Ja. Also ich habe auch nicht mal, ich weiß gar nicht, was für ein Klingelton mein Handy hat. Es ist immer auf lautlos gestellt, vibriert in einem gewissen Fall einfach noch. Aber ansonsten sind die Benachrichtigungen auch alle aus. Und ja, es gibt welche sind dann auch echt genervt. Ne? Aber so wie wir heute uns abgestimmt haben, wenn ich weiß, das ist jetzt was Wichtiges, dann gehe ich auch auf Sendung. Ne? Dann weiß ich, okay, wir müssen uns abstimmen über WhatsApp mit dem Termin, ob das jetzt passt mit dem Podcast und mit der Bahn und allem drum und dran. Da werde ich natürlich nicht das Handy ausmachen und sagen, hey, la la la, ne? Sondern ich nutze es. So, Digital Detox. genau. Geht jetzt gerade nicht. Wir können leider nicht. Ja. Ne? Und das heißt, man kann sozusagen deinen Gedanken wirklich zusammenfassen, Optimismus ist gleich aktiv nutzen und gestalten? Ja, ich finde super. Also so prägnant, also habe ich das jetzt für mich auch noch nie gehabt, aber es stimmt. Also wenn ich das so auf meine ganzen Themen lege, ist das immer der Kern. Ja. Das heißt, ich versuche es nochmal anders zu sagen, du verstehst, dass Leute dir vorstellen können, dass es schlimm kommt, aber in deiner Welt ist es quasi undenkbar, dass wir es schlimm machen. Ja. Also du hast quasi das Glauben an dich und die Menschheit, dass wenn wir das machen, wird es gut. Wenn wir es einfach laufen lassen, dann wird es fragwürdig. Ja, genau. Schön, schön zusammengefasst. Ja, das ist deine Idee. Ich finde find die aber wirklich auch schön. Aber hast du mir gut gespiegelt, danke. Ja. Gut. Ich sag, was ich immer sage, wenn die Kommentarspalten bei YouTube, bei Spotify und iTunes kann man leider nicht die einzelnen Podcast-Folgen kommentieren. Das heißt, das Feedback gibt es dann, wenn es das gibt, normalerweise auf YouTube. Wenn da viel kommt, gerne wieder. Ich fand es sehr spannend. Vielleicht mal einen eigenen Podcast nur über Star Trek. Gerne. Im Unterschied zu Star Wars. Ja, das wäre doch spannend. Da machen wir noch aber einen Storycode und solche Sachen. Ich meine, du kennst ja auch Frau Birkenbiel, die hat immer gesagt, wie wichtig das ist, sich mit Science Fiction zu beschäftigen, weil das halt so viele Ideen vorwegnimmt und macht. Und ihr Satz war immer das von der ersten, also von dem mit Captain Kirk, meinte sie, außer Beamen und Warp ist alles Realität geworden, was die da drin hatten. Ja. Das fand ich mal so einen coolen Satz von ihr. Es ist alles wahr. Und zwar nicht erst im Jahre 3000, sondern jetzt. Ja, so ist es. Ja, den Rest machen wir auch noch. Ne? Gut. Ich danke dir sehr. Ja, ich danke. Auf eine eventuelle Fortsetzung. Sehr schön, ich freue mich auch. Wir winken jetzt, während ich hier noch das Video ausmache. Danke und tschüss.